Einen wunderschönen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge City Skylines in unserer wunderschönen Stadt Kenburg. Und wir sind hier gerade ein bisschen unser Cargonetz am Erweitern, damit wir auf diese Cargolinie hier diese beiden Bahnhöfe mit eingebunden bekommen, beziehungsweise... Wo kommt auf einmal der Strombedarf her? Ich habe doch ein... Oh. Bist du so vor... Ja. Huch. So, und von hier aus gehen wir jetzt nochmal ja, bis hier hin. Und hier müssten wir jetzt ja, der Steg. Oh, der bleibt sogar so stehen. Ja, guck mal, jetzt haben wir hier, jetzt können die hier auch Züge theoretisch bis hier oben hinfahren. Das Gewerbegebiet ist versorgt. Wir haben unser, unser Zoo. Hier oben war der, ne? Hier habe ich ja schon lange nichts mehr gebaut. Wie weit geht denn? Na ja, da habe ich genug Platz. Dann benutze ich hier Bäume oder? Nee, ich benutze den Weg ohne Baum. Hier doch einfach mal so eine, ja, ein bisschen Krümmer. Machen den hier noch gerade. Ja, lass den mal bis hier hingehen. So, dann schauen wir mal. Das Löwengehege. Achso, das kommt schon praktischerweise mit einem Weg. Und jetzt gucken wir, wie wir das verbinden. Ja, komm. Jetzt hoffen wir einfach, dass wir hier so eine... Plupp, genau. Dann sollen die hier... Wird vielleicht ein bisschen übertrieben. Den hier lasse ich noch ein bisschen geradeaus. Und ja, ist hier so ein Dreieck, warum auch immer. Der ist zu viel. Der ist zu viel. So, da haben wir unseren Zoo auch endlich auf neuer Stufe. Oh Gott. Oh mein Gott. Ja, schön.
Ich habe so das Gefühl, das ist mehr Cargo. Als diese Strecke bewältigen kann. Oh, verdammt. Warte mal. Aus den ganzen in... Oh Gott. Aber, warte mal, wenn die hier Fracht abliefern, dann kommen LKWs raus, oder? Ja, jetzt kommt natürlich gerade ein Schiff. So, warte mal, der... Okay, da wird auch was verschifft. Also wahrscheinlich teils, teils. Aber ich kann mir jetzt halt vorstellen... Ey, ich hatte gerade die Idee, dass die das hier versuchen, aber dann würden die das ja hier. Dann würden die das ja hier machen. Okay, also das wird noch spannend. Habe ich hier irgendwie einen Verkehrs... Problem eigentlich nicht. Also hier sollten die eigentlich aus diesem Industriegebiet hier alles exportieren können. Aber seit die neue... Oh Gott. Oh Gott. Ich hab's kaputt gemacht. Ich glaube, ich habe das gewaltigst kaputt gemacht. Verdammt. Ich bin gerade nicht in der Lage. Das in meinem Kopf auch nur irgendwie zu greifen, was hier passiert. Wir machen mal ein kleines Experiment. Ich gehe mal hier. Ich speichere mal gerade meinen Spielstand. Und. Ah ne, das Auto speichern, das wird ja auf dem anderen immer gelegt, glaube ich. Jetzt würde ich gerne was ausprobieren. Ich habe jetzt mal den Despawn ausgeschaltet. Wo hat man die Verkehr? 83. Ich will mal jetzt wissen, wie sich das jetzt entwickelt, wenn die nicht mehr despawnen. Ich habe schon ewig lang nicht mehr über diese Übersicht geguckt und... Alter Finne, wir haben so ein Verkehrsproblem. Ich glaube, ich muss jetzt irgendeinen YouTuber für Traffic Fixes anschreiben. So von wegen, ja, also mein Straßenverkehr, der ist jetzt... Eigentlich ganz in Ordnung, aber meine Züge. Ach du Scheiße. Und mir ist natürlich klar, dass das Experiment jetzt... Die stauen sich bis hier hinten hin. Oh mein Gott.
Und in die Richtung. Also das Positive ist, hier können keine neuen Züge mehr ankommen. Das Negative ist, hier sind sie gedeadlockt. Ich brauche mehr. Wege zum Exportieren. Ja. Ja, Feuerwehr ist gleich da, keine Sorge. Oder ist schon da. Guck mal, die haben sich komplett gedeadlockt hier. Hier können keine Züge mehr rausfahren. Hä? Ich fäll doch gar keine Bäume. Weißt du was? Ich probiere jetzt mal was. Ich stell den mal nur auf Import. Das heißt, sie können hier nicht mehr raus exportieren. Und dann mache ich mal hier den Verkehrs-Despawn wieder aus. Jetzt dürften hier nur noch Züge reinkommen zum Export. Schauen wir uns das nochmal an. Ihr sollt ja eigentlich auf Import bleiben. Hier, guck mal, diese Straße. Hier muss ein ganzer Zug reinpassen. Oh Gott, ich bin gerade. Sichtlich überfordert. Okay, also da muss ich definitiv mir mal Gedanken drum machen, wie ich das mache. Aber das muss ich mal in Ruhe irgendwie mal offscreen mir neue Verkehrswege überlegen, die ich hier machen kann. Wenn der hier alles zulässt, gehen die dann nicht einfach hin? Exportieren jetzt hier per LKW. Ah ne, ich hatte schon die Angst, dass sie dann einfach jetzt hier lang fahren und einfach alles hier hinfahren. Vielleicht machen die das auch. Warte mal. Ich glaube, das ist hier diese LKW-Kolonne, wenn die jetzt hier abfährt. Na, einer fährt, zwei fahren.
10 fahren ab. Ich gehe wieder ins Bett. Verliere ich jetzt hier etwa schon ein paar Gebäude, weil hier alles nicht mehr funktioniert? Jetzt dachte ich, oh, wir brauchen eine Zugstrecke. Damit wird alles besser. Ich sehe es. Aber guck mal, ich habe das Gefühl, die Straße hier ist jetzt tatsächlich nicht mehr so befahren. Das ist doch Müll. Ach, du Heilige. Warte mal. Ihr fahrt zum größten Teil hier runter und der Pauseknopf ist unser Freund. Also es ist ja jetzt ganz klar, dass das hier die Hauptlinie ist. Deswegen, das hat mit diesem Kreisel hier keinen Wert. Jetzt probieren wir mal unser Glück. Kriege ich hier eine schöne Kurve von hier aus hin? Ja, so, das ist unsere Hauptstrecke, die hier lang geht, die wohl am meisten Verkehr zu bewältigen hat. Deswegen hier keine großen Spielereien. Das hier ist unsere, das ist Passagier, die müssen sich hier die Strecke ein bisschen teilen. Ich bin am Überlegen, ob ich die beiden hier erstmal irgendwo zusammenführe. Weil die haben nicht so viel Verkehr. Vor allem diese Strecke hier. Die kriegt von hier oben sowieso nichts ab, weil hier ist alles nur Cargo. Das heißt, ich mache jetzt hier das Ganze mal ein bisschen freigeschwungen. So, und von hier aus. Und hier müssten wir jetzt eine Kurve hier anbinden. So. Und ich glaube, das hier kann auch noch zweispurig sein. Ich glaube, wir kommen von hier runter. Müsste gehen, ja. Hier kommen, das verschönern wir gleich noch. Ach, warum eigentlich? Ihr seid alle verbunden. So. Und dieser Mister hier
kann theoretisch von hier, der kann von beiden Richtungen was abkriegen. Dann lasse ich den aber hier schon mal splitten. So. Und der wird sich dann auch, der geht hier nach oben. Dann kommt diese Spur hier. Und du nach unten. Und ihr müsstet, du bräuchtest jetzt hier eine Spur, die so geht. Von hier. Und eine, die drüber geht. Also machen wir das doch. Nee, Quatsch, das hätten wir noch lassen können. Dann machen wir das mal so. Und hier gucken wir jetzt, dass wir so gehen, so. Und so kriege ich die Bahn hier einfach ein bisschen Dings. Jetzt bin ich, oh Gott, ich bin schon wieder bei 23 Minuten. Maximal 20 Minuten Folgen. Ich habe doch so schon nie Zeit aufzunehmen. So, jetzt schauen wir mal, was hier passiert. Ich stelle das Ding jetzt noch auf 3. Das Ding hier muss ein bisschen länger. Damit hier ein ganzer Zug reinpasst. Dass die sich jetzt natürlich so da. Naja, gut. Da gab es gerade irgendwie ein bisschen Stau. Nun gut, ich hoffe, ich habe da jetzt ein bisschen was ausgeholfen. Das beobachten wir jetzt einfach mal in der nächsten Folge ein bisschen weiter. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.